Ja, hallo 09-Fans, grüße euch ganz herzlich aus dem schönen Wattenscheid. Herrliches Wetter heute an Mittwoch. An meiner Seite Andrew Langer, unser Linksverteidiger. Danke, dass du die Zeit für uns nimmst. Klar, gerne. Samstag geht's zu deinem Ex-Verein, SV Rödinghausen. Endspiel um den Platz im Entscheidungsspiel für den DFB-Pokal. Freust du dich drauf? Freue mich sehr drauf. Ich hoffe, dass wir es schaffen, dort zu gewinnen. Mir würde auch ein Punkt reichen. Ja. Einfach, dass wir da dann schön feiern können in Rödinghausen. Ja, besonderes Spiel natürlich, weil du letzte Saison da gespielt hast. Auf jeden Fall noch alte Bekannte teilweise dabei wahrscheinlich. Klar, Freunde, mit denen man ein Jahr zusammengespielt hat, sieht man wieder. Und ja, klar, für 90 Minuten auf dem Platz sind wir keine Freunde. Ja. Aber danach können wir uns dann feiern sehen und dann bin ich zufrieden. Wie hast du die Saison jetzt in Wattenscheid erlebt? Wie fühlst du dich wohl hier bei uns in Wattenscheid? Ja, ich fühle mich sehr wohl. Es gab Höhen und Tiefen. Klar, gab es ein paar bittere Niederlagen, gab es aber auch geile Siege hier in Wattenscheid. Ich hoffe, dass wir die Saison jetzt noch krönen können, indem wir in Rödinghausen jetzt die 3 Punkte holen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Jetzt hast du vor 3 Wochen, glaube ich, gegen Viktoria früh gelb-rote Karte gesehen. Ich weiß, ist es tatsächlich der erste Platzverweis gewesen? So, ich habe das nicht ganz so, ich weiß nicht, wie die Statistiken da immer so richtig sind. Ja, es gab so, dass ich meine Jugend mal auch eine gelb-rote Karte bekommen habe, aber ja, die gelb-rote Karte habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Auch die rote, die will ich auch die nächste Zeit auch erstmal nicht mehr sehen. Wie hast du das so erlebt? War ein bitterer Moment natürlich. Ja, ne? Also es war gerade auch so früh, war es schon sehr bitter. Das erste Foul haben wir ja gesehen. Habe ich auch den Mitspieler, also den Gegenspieler dann halt gefragt, was dann halt los war. Und also wollte halt wie gesagt auch weiterlaufen, aber Schiri gibt mir eine bittere gelbe Karte. Und ja, bei der zweiten gelben Karte, ich hatte diesen Moment einfach, ich muss den ziehen, sonst wird das ein Gegentor für uns. Und dann war es bitter, dann halt die gelb-rote Karte zu sehen. Der Mannschaft damit auch geschädigt und müssen wir jetzt abhaken und Samstag in Rödinghausen mache ich das dann wieder gut mit dem Tor und dann ist alles noch alles okay. Sehr, sehr gut. Was machst du so in deiner Freizeit? Außer Fußball spielen bei Wattenscheid 09? Fußball gucken? Ja? Fußball gucken, ja klar. Viel mit Freunden was unternehmen aus der Mannschaft, mache ich mit vielen Jungs was zusammen, gehen was essen zusammen. Meine Freundin, die ist sehr oft bei mir, mit der gehe ich auch oft was essen, verbringe Freizeit mit der. Ich fühle mich hier wohl und habe immer einen geregelten Tagesablauf. Sehr gut. Jetzt bist du ja eigentlich ein Nordlicht. In Hamburg viel gespielt, ne, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob in Hamburg jetzt auch geboren bist, da müsst du mich jetzt korrigieren. Aber ja, da groß geworden, aber tatsächlich schlägt das Herz dann doch ein bisschen für St. Pauli, hast du mir mal gesagt. Ja. Da hast du ja auch mal gespielt. Genau, habe ich ein Jahr bei St. Pauli gespielt. Also meine ganze Jugend habe ich beim HSV verbracht. Da schöne Zeiten, aber auch nicht so schöne Zeiten erlebt. Aber in diesem einen Jahr, was ich bei Pauli erlebt habe, schlägt mein Herz mehr für Pauli, würde ich sagen. Ja, die haben ja sensationell den Klassenerhalt jetzt geschafft, nachdem es ja lange Zeit nicht so aussah. Ewald Lien hat da, glaube ich, einen sensationellen Job gemacht, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall, wo ich ja noch bei St. Pauli war, da war er ja schon Trainer da bei St. Pauli, habe ihn auch persönlich kennengelernt. Ist ein super Trainer, ich durfte auch ein Turnier mal mitspielen in der Halle mit Ewald Lien zusammen. Als Trainer und kam sehr sympathisch rüber, sehr nett, hat auch viel mit uns geredet. Ja, ich bin überglücklich, dass St. Pauli das doch geschafft hat, wo alle doch dran gezweifelt haben, werden die das schaffen, werden die das nicht schaffen. Aber ich bin St. Pauli das sehr, dass sie den Klassenerhalt geschafft haben. Sehen, wie es bei HSV hier sein wird. Ich wollte gerade sagen, wie geht es bei denen aus? Was ist deine Prognose? Zweite Liga würde ich mir mal wünschen, damit der Dino jetzt auch mal in der zweiten Liga ist und ja, St. Pauli gegen HSV, das würden wir gerne sehen. Ne? Das wäre cool, ja? Absolut. Jetzt bist du ja großer FC Barcelona-Fan, kann man schon so sagen. Und insbesondere Lionel Messi, glaube ich. Aber da kommt man dann als Barcelona-Fan auch fast nicht dran vorbei, oder? Was fasziniert dich an ihm besonders? Kannst du es beschreiben? Also ich bin schon sehr lange, knapp 7-8 Jahre Barcelona-Fan. Ich liebe einfach den Spielstil von denen, dass sie sehr viel auf Ballbesitz spielen. Und sobald eine Lücke entsteht, die Lücke auch gesehen wird und reingepasst wird. Die Traumpässe von nicht nur von Messi, von Neymar, von Iniesta, alle Spieler dort. Den hat man einfach beim Fußball gucken, man hat den Spaß dabei und das ist für mich wirklich Fußball. Ja. Da wird nicht irgendwie lang nach vorne geschossen. Selbst wenn das mal ein langer Ball ist, kommt er auch an. Also es ist einfach überragend, wie die da spielen und Messi ist dann halt das, die Krone da von Barcelona und was der da macht, das ist unglaublich und
macht mir immer wieder Spaß, ihn zuzugucken. Auf jeden Fall. Mal live schon mal da gewesen? Ja, ich war als kleiner Junge mal da, aber das war halt nur eine Besichtigung vom Stadion und vom Museum halt. Aber ein echtes Live-Spieler war ich noch nicht da, aber ich glaube, das kommt in den nächsten Jahren. Jetzt bist du ja der absolute Dauerbrenner. Also ich glaube, bei Rödinghausen alle Minuten, glaube ich, gespielt. Bei uns jetzt 31 Spiele von 32 möglichen, glaube ich, einmal ausgewechselt noch. Ja, genau. Durch die Gelb-Rote dann ein Spiel natürlich in Düsseldorf dann nicht dabei gewesen. Wir wollen es nicht beschreien, aber woran liegt es? Besondere Ernährung, besonderes Training? Ich weiß nicht. Nee, einfach nicht viel darüber nachdenken, ob man sich verletzt, wie man sich verletzen kann. Ich glaube einfach, man soll immer Spaß am Fußball haben. Klar, soll man jetzt nicht sich von Burger King, McDonald's oder sonst was ernähren. Und ja, viel Schlaf ist, glaube ich, auch eine gute Lösung. Gute Erholung, gute Pflegung, mal in die Sauna gehen, mal im Pool gehen, sich behandeln lassen. Ich glaube, das gehört alles dazu. Und wenn man das alles, natürlich gehört auch Glück dazu. Das ist natürlich auch. Also man kann sich jeden Training, jeden Spiel verletzen. Und klar, aber einfach nicht dran denken und immer weiter Gas geben. Ja. Jetzt spielst du Linksverteidiger, ist auch immer schon eine angespannte Position gewesen? Ja, also in der Jugend habe ich im Sturm gespielt. Okay. Da habe ich auch ein paar Tore gemacht. Ja. Dafür bin ich ja jetzt nicht mehr zuständig, eher fürs Tore verteidigen. Ja, bin vom Stürmer immer weiter nach hinten gerutscht, habe auch mal Innenverteidiger gespielt, aber die letzten Jahre eigentlich immer Linksverteidiger. Bin auch voll zufrieden und mache meine Wege nach vorne, nach hinten. Bin ich vollkommen zufrieden und ja, ich glaube, das ist die Position, wo ich mich selber auch sehe. Ja. Gegen Gladbach U23 hier den entscheidenden Elfmeter in der Nachspielzeit, das war schon eines der besonderen Momente in der Saison? Ja, ich glaube, in der Saison für mich persönlich jetzt einer der schöneren Momente. Klar war es für mich dann auch am Ende wichtig, dass wir die drei Punkte dann hier behalten haben. War ein wichtiger Sieg, da auch beim 2-0 Rückstand dann nochmal wiederzukommen und da die drei Punkte auch dann hier zu behalten. Klar, schön, dass ich dann am Ende den Elfmeter hier reinmache. Aber wir haben in der Kabine nochmal als Mannschaft zusammen gefeiert und es war schon ein geiles Gefühl. Ja, ja, dann freuen wir uns sehr auf Samstag. Ich denke, sehr, sehr viele 09-Fans werden sich auf den Weg nach Rödinghausen machen und hoffentlich dann auch erstmal hier nach Aalen, gegen Aalen natürlich, aber auch dann im hoffentlich stattfindenden Entscheidungsspiel für uns, dass wir ein bisschen nochmal wieder zu feiern haben am Ende der Saison. Danke dir, Angelo, für deine Zeit, klar, für das gerne. Interview. Und wir sehen uns in Rödinghausen und beim Heimspiel gegen Rot-Weiß Aalen. Macht's gut.